Wenn Robben am Freitag mit seinen Bayern... Moment, irgendwas stimmt da nicht. Nochmal. Also wenn Robben am Freitag mit seinen Bayern im Borussia-Park ankommt, wie sollten wir ihn empfangen? Am besten doch so. Bayern! 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 Bayern, Bayern. Nicht ernst nehmen! Nochmal. Ach ja, mit kulturellem Musikgut höchster Qualität, mit Sinn und Inhalt. Und so simpel, dass es jeder mitsingen kann. Dem erlauchten Musikliebhaber fällt dabei aber eines gleich auf, die Melodie kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Ja, zieht den Bayern die Lederhosen aus, ist geklaut von den Beatles. Was kaum einer weiß, das gerne gebrüllte Fußballlied hat auch Strophen. Dann wird es aber kompliziert, zumindest wenn man der Logik folgt und der Melodie der Beatles folgen will. Die letzten 10 Minuten, jetzt müssen wir uns sputen. Jeder Ball wird applaudiert, das passt. Und die Bayern haben schon lange resigniert. Ja, als Beatles-Fan muss ich sagen, also das passt überhaupt nicht und ich habe das schon rausgefunden, da wurde aus 2 Liedern 1 gemacht. Ich weiß nur, dass Fußballfans Probleme mit mehr als 3 Akkorden haben. Und man hat das, glaube ich, ein bisschen simpler gemacht. Die Beatles haben 5 Akkorde in der Strophe und die Fußballfans singen das mit 3. Okay, wie klingt die Strophe dann eigentlich? Die letzten 10 Minuten, jetzt müssen wir uns sputen. Jeder Ball wird applaudiert. Und die Bayern haben schon lange resigniert. Uns war dann auch das zu schwierig und wir sind bei dem Teil geblieben, den jeder kennt. Aber warum singen wir dieses Lied so gerne? Mit dem Bundesland Bayern hat es ja nichts zu tun. Ich finde die Menschen okay, sehr direkt, sehr offen, ein bisschen polternd, aber ich komme klar damit. Bayern habe ich kein Problem, ne. Ich bin froh, in Nordrhein-Westfalen zu leben. Aber wenn es um Fußball geht... Ich freue mich immer, wenn Bayern verliert. Grundsätzlich, dann gibt es immer was zu feiern in ganz Deutschland. Ja, weil die sind so gemein, weil die so viel Geld haben. Buh. Also, wir fassen es nochmal gerne zusammen. Bayern München. Borussia Mönchengladbach. VfL! Oder anders gesagt... Weil ich hinter mag. Dabei. Sehr, sehr cool. Das heißt, am Freitag, wenn die Bayern kommen, bist du für Borussia Mönchengladbach. Ja. Und deswegen unterstützt ganz Mönchengladbach die Fohlen Elf mit lautstarkem Gesang. Und dafür haben sich vom Gospelchor bis zum Polizeichor, übers Prinzenpaar bis hin zu Kindertagesstätten viele Mönchengladbacher zusammengetan. Das ist ja Gott sei Dank ein Lied, was einem locker von den Lippen geht. Und wir haben dann direkt unseren Pfifferlingen auch Bescheid gesagt, den Waldkindern. Und haben gesagt, das machen wir zusammen. Und dann haben wir das mit den Kindern geübt. Und einmal und dann war das drin. Ich denke, die singen das heute Nacht noch. Jetzt, liebe Borussen, sorgt nur noch dafür, dass auch der Ball ein paar Mal im Netz der Bayern drin ist am Freitag. Dann singen wir einfach fröhlich weiter. Mehr Videos dazu finden Sie übrigens auch bei City Vision und bei RP Online im Internet. Ja.